So, auf geht's nach Köln. Au! Die Lena fährt uns jetzt zum Bahnhof und dann treffen wir die Jungs und fahren Richtung Köln. Der letzte Tribut ist angekommen. Das ist ja. Jetzt fahren wir von Mannheim nach Köln, Hauptbahnhof. Und danach treffen wir auf Christian und dann geht's ab ins Hotelzimmer und dann in den Bootshaus. Der 18.15 Uhr Zug ist pünktlich, Martin. Was trinkst du da? Ein Wälde. Ein schönes Wälde. Ein schönes Wälde. Schön aus der Kurpfalz, ne? So sieht's aus. Rhein-Neckar-Kreis. Schmeckt immer gut. Sebastian holt noch was beim Nordsee und der liebe Hüsi ist, ist auf der Toilette. Christian, du siehst aus wie ein Kürbis, Alter. Wir sind hier in Köln-Deutz. Wie heißt das? Messe Deutz, ne? Köln-Messe Deutz heißt. Ja, jo. Ich brauche auf jeden Fall. Ja. Der letzte Tribut ist angekommen. Köln erreicht. Was machen wir jetzt? Jetzt geht's weiter. Die Jackie aufmachen, würde ich sagen, demnächst, oder? Würde ich auch sagen, ne? Ja, dann sicher. Immer doch. Komischerweise sind wir schon sehr pünktlich angekommen. Was meinst du dazu? Zu pünktlich, aber es ist umso besser, weil wir mehr Zeit haben zum Saufen. Alter, war das gerade heikel. Ich habe meinen Koffer einfach beim Rewe vergessen und dann sind wir schön weitergelaufen Richtung Hotel. Irgendwann sagt er, lieber Hüsi, Digga, wo ist eigentlich dein Koffer? Ich so, was? Mein Herz ist bis zum Grund runtergefallen, ja. Und dann, ich bin rübergerannt zum Rewe und da waren einfach Zuschauer von mir, die hatten den Koffer, die wollten den gerade den Rewe-Mitarbeitern abgeben. Da habe ich gesagt, ey, das ist mein Koffer. Die so, das können wir. Also entweder ist da eine Bombe drin oder Bier. Und da habe ich gesagt, Männers, guckt rein. Ich habe den Koffer ausgepackt. Was war da drin? Bier. Und Hälfte Klamotten. Ja. Ah, oh, Glück gehabt. Ja, ich mache jetzt hier Online-Check-In, aber mein Internet spackt wieder rum. Super. Wie immer. Ach so, Vodafone. Das ist einfach, wenn man dieses ID-Talk... ich habe keinen ID-Talk, du. Was? Was geht ab, ja, Bastian? Nix, nicht viel, Mann. Ich will einfach nur erstmal ins Hotel. Jetzt sagt Nikolai. Digga, du sollst saufen und nicht ins Hotel wollen. Martin, zeig das Bad, schnell. Haben wir eine Regendusche? Schön. Haben wir eine Regendusche. Ich hab aber ist es wieder eine ist es wieder so eine scheiß Ding? Jugendherberge, was ich in Hamburg hatte? Aber ja, dafür hat jeder ein Safe, ne? Wir brauchen den zwar nicht, aber jeder hat ein Safe, ne? Und Hüsi, zeig mal schnell. Hochbetten. Also, sieht geräumig aus. Ja, egal. Spaß. Das reicht. Wer ist das? Keine Ahnung. Gesundheit. Danke. Aber die auf ist okay, oder? Ja. Schön auf den Kölner Dom, ne? Wo ist der Kölner Dom, Digga? Wo ist der Kölner Dom? In meiner Fantasie. In deiner Fantasie. Komm, Freddy, Bus bauen. Ihr vergesst das Wesentliche. Das Wesentliche ist eben das, wir haben keinen Tisch, wo wollen wir saufen? Punkt 1. Punkt 2, wo ist der Wolli? Wo ist der Kühlschrank? Wo ist die Glotze? Ja, stimmt, wir haben keinen Fernseher. Ja gut, aber wir, ich habe noch nie in meinem Leben so, nicht mal länger als eine Stunde im Hotel am Fernseher verbracht. Oder? Ja, ich doch. Wo? Auf Malle. Also, auf Malle? Ja, habt ihr, ja, da habt ihr ja mal ausgenutzt. Hier, dein O-Saft. Ganz kurz, Mani. Mani, ganz also, kurz. Also. Oh, wenn wir schon dabei sind. Ja! Oh, ich werd angerufen. Warte. Yes, yes. Ja, es ist. Ja? Digga, man kann euch bis hierhin hören. Oh. Ja, dann komm mal rüber. Wir sind jetzt abgeladen. Das Taxi hat uns zum Bootshaus gefahren. Und? Es war super. Ja, es war super. Eine schöne 10-minütige Fahrt. Und jetzt gehen wir zum Bootshaus. Also, es geht darum, dass wir erst einmal einen trinken. Ja. Bootshaus. Oben, bist du gespannt? Ja, sehr sogar. Wir gehen rein. Rein in die Olga. Wir sind hyped. Hyped. Wir sind sehr hyped. Männer, gib euch mal den Straßenkünstler da. Nee, du kannst ruhig labern. Nikolai, erzähl mal von gestern. Ja, ich weiß nicht mehr viel. Aber das, was ich weiß, war schön. Ja, es war schön. Nö, wir gehen jetzt gemütlich frühstücken. Haben 1:30 endlich sind wir aufgestanden. Also man merkt, dass wir älter werden. Ne? Also früher waren wir Partyurlaub. Da ging es ganz gut bis 7 Uhr feiern und dann noch ab 10 Uhr ging es weiter an die Bar. Aber inzwischen, da genießt man es doch ein bisschen im Bett zu sein, ne? Ja, ja. Nach dem Suff. Das
sicher. So, der liebe Christian hat sogar auch heute mal einen Rekord aufgestellt, hat bis 12 Uhr geschlafen. Das kennt man eigentlich gar nicht von den Kollegen. Normal ist er um 10 Uhr wach. Der war um 5:30 zu Hause. Wann waren wir denn zu Hause? Weiß ich nicht. Vielleicht 4 Uhr. Nein, ihr wart um 3. Noch ein Straßenkünstler, guck mal. Das sind überall Straßenkünstler, also hier, Kölle, schickt schon hier. Trinkt ihr gerne Kölsch? Schreibt es mir in die Kommentare. Warum trinkst du kein Kölsch oder auch kein Radler? Nee. Glühwein. Glühwein-Mignon. Magst du einen Radler? Magst du einen Radler? Sorry, ich bin hier in Köln. Aber oder den guten Orangensaft. Nikolai, zeig dir mal den guten Orangensaft hier. Guck mal. Ich hab hier O-Saft, genau. Eine Cola. Christian, los! Deine Hand ist hier. Hüsi, fick ihn! Hüsi! Ja! Bitte Hüsi, Hüsi, 5 Euro, komm! Ja! Hüsi! Geil, Digga, freut mich sehr für dich! 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, soll ich nochmal oder bist du jetzt? Mach nochmal. Ja. Ja, ich hab ja nicht nur Schwinger, aber 900. Ja, hey, wer will noch? Wer will noch? Ah, fuck. Nein, 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 so. Warte. Du bist zu klein, Hüsi. Ich weiß. Ich bin viel zu klein, Digga. Geht zu klein, Digga. Aber okay. Das wird nicht reingeschnitten, wenn ich... Ja, mal gucken. Digga, das ist einfach Spider-Man, Digga. Oh nein. Oha! Digga! Was denn, die Bumme, hast du gehabt? Ja, genau in der Mitte durch. Die ganzen Marokkaner feiern ihren Sieg gegen Portugal, ne? Ja. Respekt, Alter. Respekt, dass die gewonnen haben hier. So, wir fahren jetzt zu einer Straße, wo es viele Kneipen gibt. Mal gucken. Ui. Guck mal, wie viele da. Eine sehr gute Chance, weil Drogendealer ist das. Immer teures Auto, Drogen oder was? Ja. Ja. Alter, ich hab alles im Griff hier! Ja! Ah, easy! Ja! Was war da? Ah! 8-2 verloren. Trotzdem habe ich Bier. Also Nikolai, ja. Wie findest du den Fazit von Köln? Ja, wie immer zu viel gesoffen und nichts gut gekommen. Und morgen früh geht's wieder nach Hause oder was? Ja, 11 Uhr, scheiße. Und wie viel haben wir? 2:30. Wir müssen aber um 9 Uhr aufstehen, ne? So, Abreise. Wie war Köln? Okay. War okay. War interessant. Ja. Bootshausfahrer jetzt ein bisschen. War okay, aber ist jetzt nicht so krass, finde ich. Ist okay. Ich habe so viel getrunken, dass ich nicht so viel Erinnerung dran habe. Ja, gut. Erinnerung ist so eine Sache, ne? Laufen jetzt zum Bahnhof, beziehungsweise zum Deutz, Köln-Deutz oder so. Da fährt unser Zug Richtung Monnem. Da hinten nochmal der Kölner Dom im Hintergrund. Schön.